Hi und willkommen hier bei ROX TV. Ich bin hier in Bottrop, Grafenmühle, in einem der größten Biker-Treffs in Nordrhein-Westfalen. Und wie ihr seht, wir haben jetzt heute Donnerstagabend, 14:08. Hier ist immer noch die Hölle los, weil das Wetter ist derartig genial. Wir haben noch knapp 30 Grad. Und deswegen habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Nämlich das ist der Alexandros Sukas von der Schröder Brauerei. Schröder ist ein brandneues Bier und der Axel will uns jetzt gleich einfach mal eben kurz ein bisschen erzählen, was es mit Schröder auf sich hat. Schröder ist auf dem Markt seit gut 2,5-3 Monaten. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sind geehrt, gerade hier mit Schröder mitten im Pott angekommen zu sein. Das passt eigentlich auch ganz gut, weil wir mit Schröder eigentlich genau das wollten. Wir wollten ein Bier aus dem Pott für den Pott entwickeln. Größte Leidenschaft für Männer ja schlechthin ist sowieso ein Bier, ein eigenes Bier zu haben. Und den Wunsch haben wir uns vor gut 2,5-3 Monaten erfüllt. Und wir haben uns so überlegt, okay, was fehlt denn noch auf dem Biermarkt? Und das ist ein richtiges Pottbier. Und Schröder, wie gesagt, ein Pottbier, ja. Gleichzeitig aber natürlich auch für ganz NRW. Es geht ja immer so, dass in der einen Stadt das eine Bier, in der anderen Stadt das andere Bier getrunken wird. Da ist man schon sehr, sehr treu. Und wir wollten einfach sagen, passt auf, wir machen mal für das Selbstbewusstsein im Ruhrgebiet, im Pott, ein Bier wirklich fürs ganze Pott, für den ganzen Pott, fürs ganze Ruhrgebiet. Also richtig kultiges Gebräu für die kultigste Gegend in ganz Deutschland. Schröder heißt natürlich Schröder, weil es einen Bergmann gab, der leider auf tragische Weise in den 50ern in der Zeche ums Leben gekommen ist, Heinz Schröder. Heinz Schröder, die Geschichte ist nur leider gleichzeitig so tragisch, traurig, aber auch komisch, so wie der Pott eigentlich ist. Weil Heinz Schröder hat, als er drei seiner Kumpels unter Tage gerettet hat, ist er wieder nach oben gekommen, ist gefeiert worden, war Held für einen Tag. So, wir sagen immer der Donald Duck, der Bergarbeiter, sonst immer nur Pech im Leben. Und dann hat er es aber tatsächlich geschafft, die drei Leute zu retten, seine drei Kumpels. Und ist dann aber später in der Nacht relativ angeheitert über ein paar Zäune gestiegen. Ist dann leider von einem Zaun gefallen, mitten in den Karnickelstall rein, hat sich dabei das Genick gebrochen. So weit, so tragisch und traurig. Aber an dem Tag, wo er Held war, hat er halt eben mit seinem Tod gleichzeitig, weil der Karnickelstall kaputt gegangen ist, auch die Karnickel gerettet. Die wären sonst am nächsten Tag nämlich am Mittagstisch gelandet. Und seitdem sagt man sich so im Pott, wenn Karnickel über die Straße höppeln, Mensch, das sind doch die Nachfahren von den Karnickel, die damals ja Herrn Schröder gerettet hat. Lassen Sie die nächste Kneipe gehen, einen Schröder. Und die Geschichte fanden wir so toll, dass wir gesagt haben, wir müssen ein Schröder-Bier machen. Oder wenn wir ein Bier machen, dann heißt es Schröder. Und deswegen Schröder Helles. Respekt. Ja. Also alleine die Geschichte auszugraben, also die Archive so durchzuwühlen. Ja gut. Ja, also ich sag mal so, wir waren an dem Abend auch in der Kneipe unterwegs und es war zur vorgerückten Stunde. Es ist eine Legende aus dem Pott, die wir einfach da aufgegriffen haben. Und warum Helles? Oh, da kommen unsere Jungs. Oh, Überfall. Das, was ihr jetzt hier seht, das ist eine ganz besondere Truppe. Das sind die Jungs von der Renteng-Teng-Bande. Das ist unsere Renteng-Teng-Bande Bottrop, die uns auf dem letzten Schröder-Tag und auf dem ersten Schröder-Tag begleitet haben. Das ist unsere Schwadron, unsere Schröder-Schwadron. Und als wir dann gehört haben, dass es eine relativ geile Nummer gibt hier am 4. August in Bottrop. Jungs. Nämlich Mahlzeit-Männers. Nämlich das Viertelmeilenrennen. Nämlich das Viertelmeilenrennen am Flughafen Schwarze Heide. Das Race at Airport. Da haben wir gedacht, wenn es da um Geschwindigkeit geht, dann dürfen unsere Renteng-Tanks nicht fehlen. Und deswegen loben wir einen Preis aus. Wir fordern also Leute auf, gegen uns anzutreten, gegen die Renteng-Tanks, gegen die berüchtigten, gefürchteten Renteng-Tanks anzutreten. Um auf der Viertelmeile gegen die Renteng-Tanks ein Rennen zu fahren, und das ist der Schröder Cup. Bei diesem Schröder Cup geht es darum, wer halt eben am schnellsten in dieser Klasse, die Klasse beziffern wir gleich noch, die Viertelmeile übersteht, und der Sieger bei diesem Schröder Cup erhält sein Lebendgewicht in Schröder aufgewogen. Das ist eine coole Nummer. Und mit Pokalen kann man ja nicht so viel anfangen. Ich denke aber mal, dass man mit 60, 70, 80, 90, 100 Kilo Schröder ja schon einiges an den Start bringt. Das sind schon ein paar Sixpacks, ne? Das sind schon ein paar Sixpacks. Vielleicht noch ein paar Hintergründe zum Race at Airport. Also das Race at Airport, ich kenne das Race at Airport sehr gut. Ich habe auch schon einige Male daran teilgenommen mit meinem eigenen Motorrad. Werde auch dieses Jahr auch mit ROX TV vor Ort sein. Wir werden die Berichterstattung und insbesondere die Nachberichterstattung machen für das Race at Airport in Bottrop.
Das ist ein offenes Viertelmeilenrennen, bei dem wirklich jeder teilnehmen kann, der Lust dazu hat und der ein entsprechendes Gefährt unter sich hat. Da geht es dann halt vom 1930er Hot Rod mit V8 Big Block Motor bis hin zum Lamborghini Gallardo, Motorräder, Go-Karts, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ich persönlich habe da sogar schon Wohnmobile rumfahren sehen und auch schon Bier-LKWs habe ich da auch schon fahren sehen. Ne? Aber bestimmt so. Noch nicht die Renk-Tank-Tanks. Bestimmt noch nicht die Renk-Tank-Tanks. Und das ist nämlich genau die Idee. Als ich mit dem Alexandros gesprochen hatte, hatten wir überlegt, Mensch, was können wir machen? Wir hatten beide die Information, dass Race at Airport halt stattfindet. Wir haben uns eine kleine Aktion ausgedacht, die wir dann halt über unseren entsprechenden Kanäle über Facebook halt ausrufen wollen. Denn wir wollen wirklich einen eigenen Schröder Moped Cup ausrufen. Der Axel hat das eben schon ein bisschen erklärt. Wir haben gesagt, okay, wir machen eine eigene Klasse beim Race at Airport. Der Veranstalter hat uns erlaubt, da eine eigene Klasse draus zu machen. Und mit den Renting-Tanks als Schirmherren haben wir uns dann gedacht, okay, komm, dann machen wir wirklich Nägel mit Köpfen und machen da wirklich ein eigenes Viertelmeilenrennen für Mopeds. Ja, und da Sven. Bitte ich jetzt einfach mal den Sven nach vorne. Ne? Sven Hallo. Ist der Sprecher für die Renting-Tank-Bande. Wir laden jeden von euch ein. Ja. Wir können maximal 20 Teilnehmer halt haben, also bewerbt euch und auf der Facebook-Seite der Renting-Tank-Bande. Ja, maximal und, 50 Kubik. Genau, dürfen maximal 50 Kubik haben. Das Baujahr sollte nicht jünger sein als 1985. Marke völlig egal, also ja. Egal ob ihr eine Garelli habt oder Vespa oder Zünder oder Kreidler. Ja. Plastikroller. Ja, genau, nach Möglichkeit bitte keine Plastikroller, weil ne, das Baujahr reduziert das ganze Thema ja schon. Also. Wer mitmachen will und Bock drauf hat, beim Race at Airport am 4.8.2013 in Bottrop Schwarzer Heide mitzufahren und eine alte Kreidler, Herkules, was auch immer hat, die nicht älter ist oder nicht jünger ist, Entschuldigung, nicht jünger ist als 1985, kann sich gerne beim Sven und der Renting-Tank-Bande über Facebook melden und sich dann dabei bewerben. Und der erste Preis, wie gesagt, Lebendgewicht in Schröder aufgewogen, sodass ihr also dann eine Zeit lang was zu trinken habt. Ja. Also richtig schön, richtig coole Nummer. Ich freue mich da richtig drauf und ich freue mich euch dann am 4.8. in Bottrop, Schwarzer Heide, dann auch wirklich ja, wir da freuen uns auch. Zu küren. Das wird eine super Show. Ja, ich denke mal. Kommt alle. Also, Sven, herzlichen Dank. Ja, ihr Lieben, also wie gesagt, das war mal ein kleiner Eindruck, was Schröder ist, wer Schröder ist. Alex, dir ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für die Möglichkeiten, mal Schröder vorzustellen und vor allem für diese richtig geile Aktion auf Facebook. Also ich freue mich riesig drauf. Ne? Vielen, vielen Dank, wir haben zu danken. Und wir sehen uns dann spätestens am 4.8. Genau. Ja, die Jungs sind schon wieder auf dem Weg. An euch, wie gesagt, nochmal der Hinweis, guckt auf Facebook. Guckt gerne bei Schröder Helles auf die Facebook-Seite und vor allen Dingen www.rocks.tv. Da seht ihr dann auch die Nachberichterstattung vom Race at Airport in Bottrop, Schwarze Heide, 4.8.2012. Vielen Dank. Tschüss. Bye bye. Ciao. Mach den Benzinhahn mal auf. Da müsst ihr dann anschieben.